Sommer in Müchlen bei Leipzig. So idyllisch das Schloss von außen wirkt, drinnen spielen sich eigenartige Szenen ab. Also ich sehe den Spalt. Okay. Und... Oh. Hanka Rackwitz versucht, ihre Wohnung abzuschließen. Das war völlig daneben, das ging nicht kaum. Das kann man sich die Hände eincremen. Eins, zwei, drei. Hanka Rackwitz ist zwangskrank. Jede Bewegung ist ritualisiert und abgezählt. Sie muss alles 6-mal kontrollieren. Die 6 ist ihre Sicherungszahl. Um aus dem Haus zu kommen, braucht sie ein Hilfsmittel. Diese Glasvase. Denn sie kann die Klinke der Haustür nicht mit der Hand berühren, aus Angst vor Keimen. Kontaminationsangst nennt man das. Wir sind mit Hanka Rackwitz zum Dreh verabredet. Sie will über ihre Zwangserkrankung und Ängste reden. Aber für die Filmarbeiten gelten besondere Regeln. Mein Kater. Hallo, liebe Nicole. Hallo. Wir machen es ja aus der Ferne. Ne? Hand geben ist nicht. Hand geben ist nicht, aber ich sag mal, die Begrüßung sollte natürlich nicht minder herzlich sein. Hanka Rackwitz kann weder uns noch die Klinke ihrer Haustür anfassen. Selbst eine versehentliche Berührung ruft bei ihr eine körperliche Panikreaktion hervor. So mache ich zu. Der Mund wird trocken, die Kehle wird zugeschnürt und die ersten Gedanken, die kommen, sind alles aus, alles aus, alles aus. Schnelle Atmung, was jetzt, Plan B. So, dann, das Dumme ist, dass die Vernunft keine Chance hat, da durchzukommen durch diesen Zustand. Weil die Panik ist immer schneller, die Angst ist immer schneller als die Vernunft. Ja, und die lässt sich dann eben diese Zwangshandlung machen. Ich müsste jetzt, wenn die Starre sich auflöst, muss ich nach oben. Ja, und dann muss ich die Stelle, wo ich jetzt dran gekommen bin, ganz oft waschen, waschen, waschen. So lange nicht, bis es sauber ist, das ist ja sauber, ist ja nichts, sondern bis die Panik im Inneren glaubt, dass es jetzt gut ist. Wir dürfen Hanka Rackwitz also auf keinen Fall berühren. Und um ihre Wohnung betreten zu dürfen, müssen wir auf Hankas Wunsch original verpackte, ungetragene Hausschuhe mitbringen. Schmeiße hier hin, aber auch nicht da vorne hin. Hier reinschmeißen. Hier reinschmeißen. Super. Und er hat trotzdem Schuhe aus, ne? Das wisst ihr. Es ist eine Illusion zu denken, dass ihr jetzt mit den Schuhen da reinschlüpfen könnt. Wir dürfen in Hankas Wohnung nur stehen. Nicht sitzen, nichts berühren, nicht einmal die Wände oder Türen. Ich leide unter den Zwängen. Ja, ich leide unter den Zwängen. Weil sie eben mich doch, also wie gesagt, das Gefühl der Angst ist ja kein angenehmes Gefühl. Das ist einfach nicht schön, die kleinsten Dinge mit so viel Kraftaufwand zu machen. Als beim Dreh einer ihrer Briefe auf den Boden fällt, zeigt sich, was Hanka Rackwitz meint. Selbst das Parkett in ihrer eigenen Küche ist für sie potenziell kontaminiert, verseucht. Sie kann den Brief, der nun auch verseucht ist, nur mit einem Handschuh anfassen, um ihn aufzuheben. Wohin damit? Bloß nicht oben auf die Tischplatte. Auch im Wohnzimmer ist der Fußboden in Hankas Gedankenwelt gefährlich. Nur auf den Teppich traut sie sich ohne ihre Schlappen, aber niemals barfuß. Der Teppich ist in Ordnung, der Parkettfußboden nicht. Ich kann, aber es ist schwierig. Also ich sehe schon zu, dass ich es nicht mache. Wenn ich es mache, müssen die Socken, also ich habe ja meine Waschhierarchie, ja, also diese Socken müssten dann, so, ich mach's mal, baba, so. Dann müssen diese Socken, die müssen jetzt in der Waschmaschine eine Runde mit Desinfektionsmittel vorlaufen, bevor die mit der anderen Buntwäsche in Kontakt kommen. Überall in der Wohnung hat Hanka Rackwitz Hilfsmittel verteilt, wie diesen Kochlöffel oder die Harke. Die Kontaminationsangst ist so übermächtig, dass Hanka nur mit diesen Gerätschaften ihren Alltag bewältigen kann. Sie weiß, dass Außenstehende darüber den Kopf schütteln. Wenn jemand kommt, der hat nur ein Bein, dann hast du automatisch Mitleid und denkst, ach, der arme Kerl. Aber bei uns, wir haben das im Kopf und du siehst das von außen null. Und darum denken viele, wir bilden uns das ein. Ja, weil die immer sagen, das geht doch nicht, dass du so tough bist und so cool und dann hast du Angst vor deinen Schuhen.
Selbst ein Glas Wasser zu trinken, wird durch die Angst vor Keimen zu einer echten Herausforderung. So, jetzt muss ich schon sehen, dass wenn ich das eingieße, dass das nicht in Berührung kommt. Die Außenseite der Flasche ist für sie nämlich voller Bakterien. Wenn ich wieder trinken will, ja, dann muss ich mir, da das Glas ja sauber ist, dann muss ich mir jetzt die Hände waschen. So. Hier setzt noch ein Zwang ein. Der Waschzwang. Hanka wäscht sich bis zu 100 Mal am Tag die Hände, oft 6 Mal hintereinander. Und wenn man ein Ding, was aus der Außenwelt kommt, berührt, muss man sich die Hände waschen. Danach entkeimt sie sich mit Desinfektionsreiniger und benutzt hinterher zusätzlich Desinfektionsspray. Danach kann ich das jetzt trinken. Wohl. Ich mache das einmal, da ist der Arm sauber, der gar nicht schmutzig war. Ich fühle es aber noch nicht. Es ist im Gehirn noch nicht angekommen, dieser Sicherheitsgedanke. Jetzt kannst du ruhig sein, der Arm ist sauber. Kommt im Gehirn nicht an. Und ich muss das so oft machen, so oft machen, so oft machen. Und ich muss auch oft drücken, dass ich fühle, es brennt jetzt schon. Ja, also das Desinfektionsmittel, ich fühle den Schmerz. Das Auge reicht nicht als Sinn. Ne? Ich muss es fühlen. Ich muss dann auch fühlen, dass zum Beispiel der Schwamm, früher war es so, dass der Schwamm schon fast kaputt gegangen war, dass ich danach mir sagen kann, wenn du den Arm so geputzt hast, dass der Schwamm kaputt ist, dann muss es ja sauber sein. Zwangs- und Angsterkrankungen treten häufig in Kombination auf. Hanka Rackwitz leidet auch unter Kontrollzwang. Den Wasserhahn zuverlässig abzustellen, kostet sie Kraft und Zeit. Nur wenn das Schließen schmerzt, kann Hanka sich selbst glauben, dass der Hahn wirklich zu ist. Bei Reisen über Nacht kontrolliert sie bis zu 45 Minuten lang, ob der Herd wirklich aus ist. 00000. Der erste Knopf ist eindeutig aus, aus, aus. Strich auf 0. Strich auf 0. Der zweite Knopf ist eindeutig aus. Jetzt habe ich geblinkert, das dürfte ich auch nicht. Wenn sie blinzelt, muss Hanka Rackwitz ihr Kontrollritual wieder ganz von vorne beginnen. Hochkonzentriert. Zusätzlich muss sie den Herd fotografieren, um sicher zu sein, dass er wirklich abgeschaltet ist. 4 bis 8 Stunden täglich verbringt sie mit solchen Zwangshandlungen. Hanka Rackwitz wird 1969 in Dresden geboren, als zweites Kind von Wolfram und Helga Rackwitz. Als sie 6 Jahre alt ist, erkrankt der geliebte Vater an Magen-Darm-Krebs und stirbt. In der Familie wird nie über seinen Tod gesprochen. Für die kleine Hanka ein Trauma. Sie entwickelt erste Zwänge. Zwischen dem 8. und 20. Lebensjahr verschwinden die Zwänge. Hanka ist ein wilder Teenager. Nach der Wende wird sie Immobilienmaklerin, verdient viel Geld und gibt viel aus. Die Zwänge kehren zurück. 2010 spitzt sich die Situation zu. Frau erfolgreich nach außen, ja, und dazu noch Partymaus jedes Wochenende. Und nur oberflächliche Sachen gemacht. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, also da habe ich dann tatsächlich, wurden die Zwänge so schlimm, dass ich tatsächlich mit dem Kopf an die Wand geschlagen bin, um den Schmerz nach außen zu bringen, der in mir tobte. Hanka Rackwitz glaubt plötzlich fest, sie sei todkrank, wird zum Hypochonder. Aus Angst vor dem eigenen Körper kann sie sich beim Waschen selbst nur noch mit Gummihandschuhen anfassen. In ihre Unterhosen muss sie noch in der Dusche stehend schlüpfen. Sie hat Angst, die Füße könnten sonst den Slip mit Krankheitserregern verseuchen. Wenn der Fuß beim Anziehen die Kante des Slips berührt, muss Hanka einen frischen nehmen. So braucht sie Stunden, um sich fertig zu machen, ist danach fix und fertig. Ich bin nicht mehr aus dem Haus gekommen. Ich bin auch nicht mehr in meine Unterwäsche gekommen. Ja, ich saß heulend unterm Waschbecken, weil irgendwann waren alle sauberen Schlüppi aufverbraucht, weil ich wieder mit dem Fuß irgendwo drangekommen bin. Und ich saß heulend in meiner Küche und habe gedacht, du kommst nicht mehr raus. Du kannst im Leben einfach nicht mehr teilnehmen. Als sie es nicht einmal mehr schafft, bei ihrer Frauenärztin den Slip auszuziehen, entscheidet sich Hanka Rackwitz endlich für eine Therapie. Sie will ihr altes Ich zurück. Sie nimmt Psychopharmaka, ein antiobsessiv wirkendes Antidepressivum, das Ängste und Zwänge mildert. Inzwischen kann Hanka Rackwitz wieder zum Einkaufen in den Müchelner Supermarkt gehen. Sie hat immer einen Gummihandschuh in der Hosentasche dabei. Nur damit fasst sie die Lebensmittel an. Offene Waren, wie diese Unterhosen, könnte sie aber niemals kaufen. Beim Bezahlen mit EC-Karte hantiert sie mit einem Kugelschreiber, um die Tasten nicht zu berühren.
Aber dass die Verkäuferin ihre Geldkarte anfasst, kann sie nicht verhindern. Du hast gezögert, als die Kassiererin die Karte abgezogen hat. Also normalerweise hole ich die selber raus. Das heißt, ich muss meine Karte jetzt zu Hause desinfizieren. Ich gehe ja mit meinen Zwängen mittlerweile sehr offen um, weil ich mich nicht mehr dafür schäme. Früher habe ich mich sehr dafür geschämt. Und ich sage den Leuten, wenn ich die treffe als erstes, guten Tag, bitte seien Sie nicht böse, dass ich Ihnen nicht die Hand gebe. Ich habe da so ein... Ne? Und Sie werden auch einige sehen, worüber Sie sich wundern. Bitte wundern Sie sich nicht, ich ticke nicht richtig. Ne? Und dann gucken die immer erst mal und dann lachen die und dann ist das in Ordnung. Und dann ist auch der Druck von mir genommen. Hanka Rackwitz besucht ihre Schwester Anja. Beim Eintreten kann Hanka weder die Tür noch die Wände berühren. Anja wohnt in der alten Wohnung von Hanka, mit Hankas Möbeln. Hanka musste hier ausziehen, weil sich die Kontaminationsangst so stark entwickelte, dass sie nicht mehr hier leben konnte. Hier in der Wohnung hat sie angefangen. Damit, das merkt man ja gar nicht so. Ich habe mich immer gewundert, warum sie immer hier im Erker ist und ihr Bett da war. Und immer, wenn ich sie besucht habe, hat sie gesagt, ach, ich bleibe lieber liegen. Und da hatte sie schon Angst vor den ganzen Sachen, hat es uns aber noch nicht gesagt. Ja, man möchte das ja auch anderen Leuten nicht sagen. Wie will man das sagen? Ich habe Angst vor meiner Tür. Meine Schwester fasse ich auch an. Guck. Genau, das hat eine... Das geht. Das geht gut. Sogar hier. Ja. Ihre Schwester Anja und ihre Mutter sind die einzigen Menschen, mit denen sie Körperkontakt erträgt. Aber zusammen auf dem Sofa sitzen, das geht nicht, weil dort einmal ein böser Mensch saß. Jetzt ist das Sofa auch böse. Ich möchte wieder ich sein. Ich möchte wieder ich sein. Die Hanka, die ich kenne und die ich mag mich ja immer noch, aber ich will wieder mein Leben zurück. Ja. Und ich muss ja nicht Motorrad fahren. Ja, aber ich möchte wieder über Wiesen laufen können und mich überall hinsetzen und ich möchte Freunde einladen können. Hanka Rackwitz Zwangsstörung gehorcht keiner Logik. Das ist typisch für diese Erkrankung. Erstaunlicherweise kann Hanka Tiere streicheln, ohne sich zu ekeln. Hier ist sie ganz bei sich. Gegenüber Tieren habe ich ja keinerlei Misstrauen. Also die sind ja Tiere, liebe ich. Ja? Und ein echtes Gefühl ist immer stärker als der Zwang. Aber die Menschen, denen ich begegne, die kenne ich ja noch nicht. Und da weiß ich auch noch nicht, ob ich die, wie die ticken, ob die gut sind oder schlecht sind. Jetzt hat Hanka Rackwitz ein Buch über ihre Zwangsstörung geschrieben. Ich tick nicht richtig. Sie habe erst beim Schreiben begriffen, wie schlecht es ihr bei allem Fortschritt immer noch gehe, sagt sie. Das ist übrigens immer ein lustiges Bild. Da muss ich immer über mich lachen. Es gibt doch so diese typischen Action-Szenen, wo der Held am Abhang hängt und jemand sagt, komm, greif meine Hand. Und ich würde fragen, hast du dir die auch gewaschen? Ja.